Hallöchen Leute, ich bin Pierre Mark und herzlich willkommen zurück zu Borderlands The Pre-Sequel. Wir gehen jetzt mal zu der Koordinaten, die uns der Dings, Mr. Torque, geschickt hat, damit wir eine super tolle, mega explosiv Waffe bekommen. Schauen wir mal, ob die auch wirklich was taugt. Also, du hast Eier. Nicht bewegen, nicht, dass du davon getroffen wirst. Obwohl das auch cool wäre. Okay. Siehst du diesen Funksender? Schnapp ihn dir. Okay. Funksender nehmen. Ping. Deine Downloadgeschwindigkeit beträgt 123.456 km/h. Vorsicht da unten. Bist du noch mit dem Laser unterwegs? Du brauchst ja ganz schön lang, bis du wieder da bist. Ach ja? Nicht antworten. Du bist hier an was viel Besserem dran. Stell den Funksender auf den Punkt, den dein Echo dir anzeigt. Immer schön aufs Echo hören. Das sind ja noch Kragans. Naja, aber viele Pegel geben die nicht. Wir fahren auch. Ja. Super. Ja, Koordinaten. Alles klärchen. Ach, hier. Ah. Na gut, hättest du nicht gleich da abwerfen können? Na gut, von mir. Stell dieses Laserschrottding neben den Funksender und dann nimm die beide in die Hand. Hier wird's gleich super Arsch. Verdammt explosiv. Aha. Boom. Ich hab da ein tolles Fleckchen, von dem aus du die Show genießen kannst. Na los, ich warte nicht gern. Und ich erst nicht. Also. Okay, runter da und boom. Jawohl. Da drüben. Na gut, da hätte ich auf ein Auto hinspringen können. Aber na schön. Dann bin ich halt jetzt um mein Auto da herum. Darüber finden. I don't know, aber auf jeden Fall müssen wir von hier aus zuschauen. Ich hasse dich wie 50 verdammte Fässer mit hochexplosivem Sprengstoff in einem Raumschiff, das man in eine Waffe krachen lässt, die wieder die Natur ist. Wow, 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 wow! Oh, Sekunde. Zum Botschafter der Explosionen! Warum habe ich das Gefühl, dass ich diesen Laser so schnell nicht wiedersehe? Du solltest dich was schämen. Ach was. Jetzt hatten wir da schon genug Spaß mit Lasern. Irgendwann reicht's halt dann auch. Ups. Irgendwann hab sogar ich genug davon. So, ich glaube, die Gegner haben irgendwas gegen mich. Bin ich ganz sicher. Ah, das wollte ich aber jetzt nicht. Achso. Fast aber erst. Es ist wieder irgendwas angezeigt. So, das war's doch, oder? Nein. Da ist ja nichts. Ich bin mir viel EP. Ich glaube, hier gibt es überhaupt nichts. Das ist richtig sehr, es hat auch Level 2. Dann brauche ich trotzdem ein paar bisschen viel Muni. Dafür, dass es nur Level 2 hat. So. Endlich. Weil ich da noch zwei Examen. Komm, wir gehen einfach. Pulverblau. Ach gut. Und ungewöhnliche Waffe. Na, gewöhnliche meine ich. Warum glaube ich immer, das sind ungewöhnliche Waffen?
Sind doch schon so gewöhnlich aus. Ui. So. Na also. Das ist der richtige Weg. Dann zurück. Zu Springs, der wird sich freuen. Kann ich ja gerne erzählen, dass ich ihre Laserwaffe hochgejagt habe. Wo ist sie denn, die gute Frau? Ach, das war Schwarzbrett. Oh. Okay, so. Keine noch so guten Elementarwortspiele können diesen Lasern gerecht werden. Nein. In Anerkennung deiner Leistungen im Dienste der Explosionen überreiche ich dir diese total großzügige Belohnung. Bis später. Tschüss, der Buschbulldozer. Ich wollte diesen Laser aufmotzen, damit er Schockschaden verursacht. So hättest du Schilde von Feinden im Handumdrehen knacken oder sie richtig schön tanzen lassen können. Schade. Schade, naja. Kann man nichts machen. So, passt. Hier noch irgendwas? Nein. In Triton Flats muss ich was abgeben. Am schwarzen Brett. Achso. Ja, ich kann da mal ein paar Waffen abgeben. Das ist auch... etwas, das ich schon länger vorhatte. Glaube ich. Wenn ich irgendwo Waffenautomat. Yep. Gönn der Dida, Bad Touch a Wombat. Okay. Ich brauche wieder eine gute Snapper. Jetzt habe ich ja gar nicht mal eine zweite Waffe, oder? Komm bald wieder, Rusch. Doch. Dida. Aus irgendeinem Grund. Okay, nein, nicht gegen die Pistole. Ich hoffe, das ist dieselbe. Jo. Gut. Für die kriege ich nicht so viel, oder? 300 nur, really? Okay, ja, 44, also über 100. Gerade noch so, bei ein paar Waffen, aber sonst. Okay, da kann ich mir keine gute Snapper lassen, leider. Die wäre schon super, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eben. Ja, ich hoffe, du bleibst bei den Waffen, dann kann ich mal dann nachher eine besorgen. Ist das eigentlich. Wo komme ich da hin, wenn ich da hingehe? Triton Flats, da muss ich hin, richtig? Jo, okay, na, dann kann ich eigentlich auch so hin. Ja, ja, du mit deiner komischen Weihnachtsmusik da immer. So. Aha! Wer hätte gedacht, dass eine engere Verbindung zur Natur so blutig werden könnte und so viel Spaß macht? Ja. Sehr gut, wir zwei haben da draußen den Karma-Jackpot geknackt. $56 wieder mal kriegt, wow. Wenn ich die verkaufe und die andere Snapper, geht sich das dann aus? Nee. Und die ist nicht wirklich gut. Ich meine, die Feuerrate ist perfekt, super und so, aber 66 Schaden, dann mache ich mit der Pistole fast noch mehr. So, Rekrutierungsrunde. Die Volksfront von Concordia braucht dich für die Revolution. Entschuldigung, die Volksfront von Concordia braucht dich dringend. Mhm. Wir haben noch zu wenig Mitglieder, darum hat Gabby ein paar Plakate designt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Eine Feuerwaffe könnte übrigens ganz nützlich sein. Okay, Rose, Moment. Waffen, wundervolle Waffen. Wundervolle Waffen. So. Wie viel hat die nochmal gekostet, der Name? Das sind 327. 500 circa, ja. 500 TK krieg ich noch. Ich habe immer neue Ware. Schau mal, wie... Ah, schnell, okay, okay. Das ist eine Mission, die ich schnell machen muss. Habe ich nicht mal eine Benachrichtigung gehört, wie das funktioniert. Ich habe schon endlich eine Waffe. War das die? Ich glaube, oder? Ja. 1600. Gut, da ist mal die. Das ist mal meine komische mit Feuerstoß, die ich nicht mag. Und dann nimm halt noch. Dann nimm halt noch ein paar von denen. Was weiß ich, irgendeine teure. Oder irgendwas war da unten. Ich, Entschuldigung, dass ich das so lang brauche gerade. 114. So, geht's, kannst du mir die jetzt geben, bitte? Das ist ja nett. $8 nur noch. Naja, gut, von mir aus.
So, jetzt habe ich die direkt ausgerüstet. Passt. Verdammt, wo bin ich eigentlich? Ah, ich hatte meine Snapbar wieder. Passt. ich sollte die vielleicht, die was ich dabei benutze, markieren, falls ich irgendeine Missionswaffe verwenden muss oder so. Damit ich das weiß. Achso, ja, gut. Dann mache ich das halt alles auf einmal. Ist das Ding an? Ja. Die Volksfront von Concordia braucht nach wie vor deine Hilfe. Achso. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Darum hat Gabby netterweise einen Haufen Plakate gedruckt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Eine Feuerwaffe könnte dir dabei übrigens gute Dienste leisten. Würdest du mir helfen? So cute. So, Sugarrot oder den nochmal heißen. Wer hilft man da? Ah, dann Hilfe verzichten, wenn ich ehrlich bin. Also. So. Wenn du Plakate von unseren Gegnern siehst, fackel sie ruhig ab. Das würde mir bei den anderen ganz doll Pluspunkte einbringen. Wir sollten uns einen Sauerstoffgenerator für die Basis zulegen. Oh, das wird teuer. Egal, schnapp dir die Plakate, bitte. Ja, Rose, Moment. Ich habe gerade ein kleines Problem. Unbequem mit dem Laser. Okay, nice. Plakate abfackeln. Irgendwie habe ich Feuerschaden auf dem Ding. Wenn ich normal schieße, also vielleicht geht das ja auch mit dem Ding. Ich hoffe, ich komme überall mit dem Ding hin, weil ich habe gerade keine Feuer. Vielleicht habe ich ja sogar eine mit. Darf ich die jetzt noch nicht abliefern? Ja, da habe ich sogar eine. Gut, passt. Ein Haufen Plakate und ein Aufruf zur Revolution. Rekrutierungsplakate. Okay, was steht denn da drauf? Dogs eat talks. Join the Concordia People's Front, please. Okay. 25, oder? Jo. Noch eins. Da machen wir alle Waffen. Perfekt. Eins ist grün. Jo. Gut. 4 Minuten. Verbrennende Plakate der rivalisierenden Partei. Okay. Oh, verpiepste Piepse. Ich hab schon wieder die Zeit vergessen. Jeden Moment fängt ein Volksfront-Vorstandsmeeting an und ich hab keinen Bock, dass Karen mich quer durch den Raum schief anguckt, weil ich meinen Teil nicht erledigt habe. Ich geb dir auf deinem Echo, wo die Plakate hin sollen. Beeil dich, bitte. Jo, okay. Soll ich den noch schnell erledigen? Perfekt. Was willst du eigentlich? Okay, da, gut, dann mache ich das nicht als erstes. Ich habe mir schon fast gedacht, dass ich da... Da oben, da komme ich auch easy hin mit dem Ding. Perfekt. So, jetzt habe ich mir gedacht, dass da überall Gegner sind, rumrennen. Das sieht gut aus, danke. Ja. Es gibt noch mehr Orte, an denen wir das Feuer der Revolution entzünden wollen. Ja, lass mich doch hin. Oh, fuck, ich brenne. Okay. Konzerne sind so außer Kontrolle. Halt dich auf, halt dich auf. Ich muss Ihnen eine Lektion erteilen. Meine Ex, Gabby, ich habe sie schon erwähnt, hat etliches Mal geschrieben und sich über fehlende Leben für vegane Kost beklagt. Aber sie hat den Brief zerrissen, bevor sie ihn abschickte. Die Nerven. Dann zog sie wieder in die Villa ihrer Eltern aus. Oh, ja, Entschuldigung, ich muss die Plakate anbringen. Aber beeil dich. Jemand hat schon Gebäck aufgetragen. Oh nein, Gebäck. Stand nie vor Mittag auf. Nicht das optimale Verhalten, wenn man Revolution machen will. Bis die ihren ersten Kaffee Latte trank, hatte ich schon mehrere politische Artikel gelesen und kommentiert. Mhm. Ich frage gleich mal, was wird auch mit dem, ja? Ist das ein gegnerisches Plakat? Passt. Dann zünd ich das jetzt an. So wie du es von mir verlangt hast. Nimm das, Volksbefreiungsarmee! Zum Glück hingen die nicht im luftleeren Raum. Yes. Was haben wir ein Glück. Ich hätte ja gerne noch mehr der eine Geschichte von Gabby zu Ende gehört, aber... Ich könnte doch nicht so lange Texte hier machen, so lange Sprechsequenzen und... Währenddessen muss ich Plakate anbringen, und zwar... Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal gefahren bin. Ja, machst du ja gerade, oder? Also dann doch nicht. Fährst du ja schon länger. Ist das da drin, das kleine Plakat? Muss ich das verbrennen? Jo, muss ich. Ja, okay, perfekt. Hallo, mein Auto, wo ist... Hallo, mein Auto ist weg. Nein, doch nicht, da ist sie. Habe ich das wieder hingestellt. Hallo, wo habe ich mein Auto geparkt? Oben? Hey, was?
Kann doch mal ein Auto da. Das gibt's ja nicht, oder? Halt, fickt euch doch mal ins Knie, Alter. Hab ich da Zeit für euch? Ich glaube nicht. Also, ne. Alter. Da, hä? Da steht's die ganze Zeit rum? Hä? Nein? Was? Was? Hä? Was? Hä? Ich kann nicht ballern. Hä? Hä? Wie kann ich ballern? Warum? Ich hab grad kurz ballert. Bewegen wir jetzt, ja? Ah. Baller immer noch mit dem Ding rum, okay. Ah nein, ich baller mit meiner normalen Feuerwaffe rum. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Ist das Ding an? Die Volksfront von Concordia braucht nach wie vor deine Hilfe. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Darum hat Gabby netterweise einen Haufen Plakate gedruckt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Eine Feuerwaffe könnte dir dabei übrigens gute Dienste leisten. Ob die Actual Fuck was? Wenn du Plakate von unseren Gegnern siehst, fackel sie ruhig ab. Das würde mir bei den anderen ganz doll Pluspunkte einbringen. Oh, jo, mach ich. Piepse. Ich hab schon wieder die Zeit. Ach, da war die Kiste, da war noch. Na, egal. Fängt ein Volksfront-Vorstandsmeeting an und ich hab keinen Bock, dass Karen mich quer durch den Raum schief anguckt, weil ich meinen Teil nicht erledigt habe. Ich geb dir auf Mann, deinem Echo, wo die Plakate hin sollen. Beeil dich, bitte. Weil ich meinen Teil nicht erledigt habe. So, okay, ich kann das nicht. Beeilung, es gibt noch mehr Orte, an denen Rose, wir das Feuer der Revolution entzünden wollen. Los! Die Konzerne sind so außer Kontrolle. Soll ich das rauslassen, damit ich das nachher machen kann? Meine Ex, Gabby, ich habe sie schon erwähnt, hat etliches Mal geschrieben und sich über fehlende Läden für vegane Kost beklagt. Aber sie hat den Brief zerrissen, bevor sie ihn abschickte. Die Nerven. Dann zog sie wieder in die Villa ihrer Eltern auf Themis. Ich glaube, einige sind einfach nicht fürs blutige Politikgeschäft gemacht. Oh, das klingt brutal. Sorry. Brauch nicht mal eine Feuerwaffe, da sind überall Dinger dran. Zum Glück hingen die nicht im luftleeren Raum. Ich weiß nicht, was der letzte Punkt da drüben nochmal ist. Kann ich mit dem Ding gleich darüber fliegen? Nein, dann fahre ich halt schnell hier hin. So. Müsste ich eigentlich vergessen, wenn ich das Geschütz hier weg ist. So, passt. Jemand hat schon Gebäck aufgetragen. Ja, wie gesagt, ihr braucht nicht mal eine Feuerwaffe. Ich stand nie vor Mittag auf. Nicht das optimale Verhalten, wenn man Revolution machen will. Bis die ihren ersten Kaffee Latte trank, hatte ich schon mehrere politische Artikel gelesen und kommentiert. Kann ich das angreifen hier? Das war das zweite Plakat der Volksbefreiungsarmee. Das Neudrucken wird sie ordentlich auf Trab halten. Perfekt. So. Warum habe ich mein Auto überhaupt übersehen? Wie? Wie habe ich das übersehen? Ist doch direkt da gestanden. Hä? Ah ja, Dummheit. Keine Ahnung, wie hat das schon funktioniert. So, einmal. Ausgezeichnet! Die Volksbefreiungsarmee wird hier so schnell keine neuen Plakate aufhängen. Nope. Hoffe ich. Ich verziehe mich ja schon, wenn ihr mal Ruhe geben würdet. Kannst du hier durch? Ja, sicher gar nicht da durch. Warum fahre ich nicht hier durch? So. Ach ja. Obwohl, das geht sich hier locker aus, auch wenn ihr redet. Das war ein Übersprung. Nice. Ach, hier ist so eine Booster rechts. Okay. Links. Okay, I did it. Oder so. Ich muss da drin noch ein Blockade aufhängen. Gut. Boom. Die Plakate in der Stadtmitte aufhängen, damit die Leute sie sehen. Aber da würden sie nur abgerissen. Und wir haben die hier für teures Geld laminieren lassen, falls es mal regnet.
Wenn ich es so bedenke, hatte Gabby eine Menge schlechte Ideen. Geh zum schwarzen Brett, dann zahle ich dich. Ich meinte, was? Nicht mehr die anderen Dinger, waren sich erinnern irgendwo. Aber das, Osten, aber das Ding ist innen, da braucht man nicht unbedingt. Aber gut, ja. So, Klebeplakate für Rose und die Volksfront von Concordia. Wie würde sich wohl ein wenig ziviler Ungehorsam anfühlen? Wow, du hast es geschafft! Keine Sekunde zu früh, gerade kommt Karen. Hm? Oh, hey Karen, Gebäck gefällig? Ist auch glutenfrei. So, ja, ist mir eigentlich ein Schnuppe. So. Überquerte Brücke, lalala, lululu, hab ich Geld? Nein, aber ich habe schon wieder eine Menge Waffen. Muss ich, komm bald wieder. Ach ja, meine komische Feuerwaffe, die brauche ich ja gar nicht. Damit. So. Schau dir meine neue Waffe des Tages an. Das werde ich sofort tun, und zwar hier irgendwas billiges. 600, das kostet ein bisschen zu viel. 660 habe ich nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist nicht irgendwo. Oder habe ich nicht irgendwas eingesammelt? Und das nervt mich mit diesen seltenen Waffen. Na gut. Okay, ich habe ein bisschen zu wenig Geld, um noch einer zu kaufen. Kein Problem. Dann gebe ich die mal ab. Das ist, glaube ich, da unten. Leute zu killen. Das war der Pro dort drin, genau. Ah, komm ich. Fast. Okay. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Darf ich kurz? Muss mir schon ranlassen, Otto. Hier in unseren Reihen, der du uns rüstest für die Schlacht, werden die Soldaten Mut schöpfen. Sagtest du bereits? Oh, das sind ja viele. Okay, nice. Nein. Habe ich? Okay, mehr kann ich da wohl nicht. Hier. Einige jüngere Mitglieder halten sich jetzt für Krieger, weil sie Waffen besitzen, die einst dem Kammerjäger gehörten. Sie wollen es mit einer hiesigen Scav-Horde aufnehmen. Kannst du mal nach dem Rechten sehen und sicherstellen, dass es ihnen gut geht? Ich habe ihre Position auf dein Echo geladen. Warum dauert diese Mission so lang? Na gut. Ja, dann rüste ich die mal aus, die Waffe. Die Quest. Okay, darf ich kurz mein Auto haben? Das ist aber nett. So, stirbt. Da drüben, na gut, dann suche ich mal nach den Mitgliedern. Geil, das war ein guter Sprung. Das war ein Top-Sprung. So. Hallo, ich sehe mal nach dem Rechten, ja? Haha, zu schlanksam. Schau dich an. Oh. Abgeschlachtet. Haben Sie etwa nur diese billigen, gespendeten Waffen getragen? Weiß doch jeder, dass die praktisch wertlos sind. Fühl dich jetzt bitte nicht angegriffen. Apropos Angriff. Da. Nimm den Banditen die Waffen wieder ab und übe blutige Rache für unsere getöteten Brüder. Okay. Nimm den Skeps die Waffen ab. Gut, wo kann ich das am besten tun? Ach, da oben. Okay, passt. Da mache ich mich mal auf dahin, weil ich werde abgeballert. Das mag ich absolut nicht. Nicht, dass man so sagen darf. Ciao. So, wie ist mein neuer Snapper? Ja, das schaut besser aus mit der Schnelligkeit hier. Yo, 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 yo. Fällt mir, nachladen, eine Waffe, geil. Moment, ich muss sowieso mehr holen. Ah. Das lädt nicht so gut. Ah, das auch nicht. Das schon eher. So, das sind ja schon wieder so viele. Okay. Erledigt mich. Oh, da war eine Granate. Ah, really?
Wo ist denn die Wahl nochmal dumm? Darf ich die treffen? Sehr gut. Upsi. So, du schleppst her. Perfekt. Jetzt spawnen die nicht mehr, bis ich die Waffen genommen habe, oder? Mondsterne, Waffen, alles damit. So, da ist ja noch eine. Spickzeug. Puh, das ist knapp. Gut. Genau, weil ich spenden kann nachher. Da! Schnell sterbe ich ihn. Halt doch mal still. Ah, wirklich? Wirklich? Ist hinter mir auch wieder einer? Verpiss dich. Wie viele noch? Hab doch schon neue Waffen. Da ist noch eine. So, und da ist noch eine. Hab's. Okay, danke. Ihr könnt es aufhören zu spawnen. Bitte und süß zugleich. Geh bitte mit den Waffen zu unserem Einwurfkasten zurück. Gestern. Mann, oh Mann, naja, wenigstens noch ein paar gewöhnliche Waffen gleich zum Spenden. Das ist doch nicht schlecht. Mann, oh Mann, oh Mann. Spawnen, ja gut, ist eigentlich gut, wenn sie unendlich spawnen und ich immer haben muss. Naja, egal. Hat ja geklappt. So. Hier drin noch ein bisschen um. Gut, jo. Kann hier keine Waffen kaufen, anderen ist egal. Hier kommen wir wieder zurück. Passt. Aber erstmal Mundstern. Jo. Noch was zum Verkaufen. Gefällt mir das. Gleich heute bis darüber. Ach gut. Da ist eine Dollar-Waffenkiste. Hm. Na gut, kein Problem. Da darüber. Hm. Bestimmt, oder? Naja, verliere ich halt wieder 100 Dollar. Und bin wieder. Nein, oder? Wow, oh, ich verschwende überhaupt nicht eure Zeit oder so. Wie komme ich denn da an die Dahlwaffenkiste? Ah, hier so, okay. Können wir die zumindest mal? Ja, ich bin ziemlich gut. Versteckte Schätze. Yep. Fuck, ist das alles? So, dann fangen wir mal mit den schlechten Sachen an. Ja, falls so schnell wie ich den Abzug drücken kann. Okay, stärker, das ist eh. Genauigkeit ist ein bisschen niedriger. Single Bill, nehmen wir die einfach mal. So. Oder wir nehmen die. Noch besser, oder wir nehmen. Nein, den nehmen wir nicht. Friert Gegner ein. Ja, gut, das ist ganz okay, aber. Ich bin erstmal ziemlich zufrieden mit der, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, ja, sicher. Ganz normale Pistole passt, dann durch die weg. So, also den Stern weg. Dann kann ich etwas verkaufen und wieder neu kaufen. Perfekt, dann kriege ich die Pistolenmuni. Dann bin ich out of here. So, ja. Hätte schon mal früher hingehen sollen, außerdem ist mir mein Auto hier gestanden. Also, wenn das hier. Viel schneller gegangen. Warum wollte ich überhaupt darüber? Hallo? Ja. Warum wollte ich überhaupt darüber? Hm? Kann man das jemand verraten? Boom, jump. Oh, ich bin zu spät gejumpt. Jetzt aber, ui. Sieht doch gut aus. Sollte nicht wieder gegen das Wichter kämpfen. Gib dich. Ich verliere. Ah, jetzt. So. Vielen Dank, Kammerjäger. Wir wissen deine stete Hilfe zu schätzen. Gerne. Warum? Wie viele Wolfen wollten? Warum?
Sagt mir nicht, ich wollte dann 50 andere Waffen und dann nochmal 50 von denen und dann 50 noch seltenere. So, ja, natürlich. Drillinge, berüchtigt für ihre Sturheit, tragen die Waffen, die du uns gebracht hast, und haben eine äußerst komplizierte Meinungsverschiedenheit. Vielleicht kann ein allseits respektierter Kammerjäger sie lösen. Ich lade ihre Position auf dein Echo hoch. Breite die heilenden Schwingen des Friedens über ihnen aus. Das ist eine tolle Idee. Was ist schon wieder da drüben? Das sind doch Gegner. Und noch so ein scheiß Viech, das natürlich mich angreift, anstatt die Gegner. Das sind viele Monster. Mindestens zwei. Ja, wenn die da reinpasst. Zu den Waffen und sogar den Streit. Ich glaube, ich bin gesprungen, bin mir nicht ganz sicher. Okay. Springen hat das Ding aber nicht wirklich was am Hut. Ah, hier. Was ist denn mit euch schon wieder los? Hm? Das ist gelogen. Ihr sagt immer, dass ich am ersten Leute abknalle, aber das stimmt nicht. Hört auf damit, ihr macht mich wahnsinnig. Also ich bin wahrscheinlich der Verwirrteste hier. Ich mag euch beide und ziele trotzdem auf euch. Ja, ganz nicht. Bestimmt bist du der Verwirrteste. Nach mir. Ich weiß nicht mal, warum wir streiten. Trotzdem baller mich gleich los. Jäger, dein Instinkt wird dir sagen, auf wessen Seite du dich bei diesem Konflikt stellen sollst. Ach ja? Wähle eines. Mitglied auswählen. Ich bin auf... deiner Seite. Was, ich? Na dann los! Ja, zieht! Du bist tot. Ach, du bist nicht mehr tot, auf einmal. Als ich gehofft hatte. Trotzdem, danke. Rekrut, zurück zur Basis. Denke unterwegs darüber nach, was hier geschehen ist und welche Lehren man daraus ziehen kann. Sag mal, bist du tot oder lebst du? was wolltest du? Was für Lehren? Keine Ahnung. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Gute Frage. Hier, nimm das und gib mir seltene Waffen. Gewöhnliche meine ich natürlich. Erzähl deinen Freunden, 600, 600, 600. Ja, geht's ja wieder nicht aus. Du willst mich doch ärgern. Nur zwei Waffen. Ich hab doch so viel verkauft. Eine Güte, ja, was ist jetzt? Okay, dann gehe ich halt mit den zwei Waffen zur Basis zurück. Und dann spiele ich wieder ein bisschen und dann komme ich später wieder vorbei, weil das ist ja... Das ist ja doof, wenn ich da alle zwei Sekunden hinfahre. Warum lebt ihr eigentlich alle noch? Ich muss schon längst tot sein. Bin ich am Leben? Kann man das als Leben bezeichnen? Nein, danke. Aber ich nehme das Angebot. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Ich glaube, ich lebe. Ja, ich lebe. Vielleicht das noch. Da drauf springen? Ja, super. Ach so, ich muss. Ah, okay. Ich dachte, ich muss jetzt wieder irgendwas machen. Aber ich muss da dann noch wieder Waffen reingeben. Ah, okay, dann hätte ich mal sparen können. Na gut, dann fahre ich in dem Fall im nächsten Part hin, wo ich hin muss. Und zwar hier. Hin, genau. Nina dich gesund machen. Nein, ich wollte. Okay, gut, auf jeden Fall zur Schnellreisestation muss ich. Das mache ich einfach. Ich wäre ohne euch. Haha, damit ihr es nicht seht, was ich tue. Na gut. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider weg, um was Dringendes zu erledigen. Also tschüssi!